Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott, ich hab was gehört. Hallo und willkommen, mein Name ist Screamer. Willkommen zurück zu einem neuen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute There's a Man in My Attic. Ja, es ist ein Mann auf meinem Dachboden. Ja, wir starten direkt. Ich weiß nicht genau, was hier abgeht, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Also als ich Kind war, hatte ich oft denselben Albtraum. Es war ein Mann, der stand in meinem Zimmer und hat mich beobachtet. Ich war immer der Meinung, er kam vom Dachboden und ich habe auch mein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Immer als ich diesen Traum hatte, sprach ich zu ihm relativ laut, dass ich, also mein Bruder sagte mir dann, dass ich im Schlaf gesprochen habe. Und zwar, ich habe immer gesagt, dass jemand hier ist, dass ein Mann hier ist. Und zwar machte mein Bruder ein bisschen verrückt, verstehe ich auch so mitten in der Nacht, ne, des Öfteren. Aber jetzt bin ich erwachsen und diese schlimmen Albträume sind einfach nur noch, ja, Erinnerung. Cool. Okay, wir sind jetzt hier in unserem Haus. Sieht doch schon mal ganz schön aus, oder? Ist doch mal was. Ich laufe zwar sehr langsam, ich laufe extremst langsam. Ich bin anscheinend eine sehr ruhige Person. Ist aber okay, ist besser als hektisch. Ja. What? Wo? Ich weiß nicht genau wo. Ich kenne mich hier noch nicht so ganz. Ich wohne hier noch nicht so. Ah, natürlich im Keller, ne? Obwohl, wer heißt das? Wer weiß, dass es ein Keller ist? Vielleicht ist es gar kein Keller, sondern einfach. Kein Keller. Ach, hier. Mein. Telefon. So. Ja, okay. Also, die sind ein und heimgekommen. Die Kinder sind sehr müde. See you later. Wir sehen uns später. Pass auf dich auf. Ja, okay, cool, ne? Also. Es ist sehr spät, aber ich sollte erstmal sauber machen. Okay, was soll ich denn so? Ah, okay. Also, heute hat uns mein Bruder besucht mit seinem 7 Jahre alten Kind, aber es ist nicht viel passiert. Den Kindern war es einfach langweilig. Wir sind hochgegangen, haben den Fernseher angemacht, die haben ihr Cartoon geschaut und die waren zufrieden, so. Also, nichts Spannendes. Cool. Ich habe hier, warum ist hier so fucking dunkel? Wir wollten Lilly von oben holen, weil es Essen gab und sie rannte dann aber schreiend runter, also die Treppen runter und sagte, dass ein Mann sie beobachtete. Es war ein Mann dort und der hat sie beobachtet, ja. Es klang sehr familiär, ne? Würde ich mal behaupten. Zeigen wir jetzt noch ein Sleep, ja. Ich hab so ein komisches Gefühl bei der Sache. Ich glaube, ich weiß auch, was für ein Typ das war, ne? So, also, wir waren vielleicht nie verrückt. Ich finde, der Fernseher steht scheiße. Real Talk, wer stellt denn so sein... Welcher kranke Psychopath stellt so seinen Fernseher hin? WTF, Alter. Diese 40 cm kannst du den doch noch nach links packen. Du kannst hier auch noch ein paar Zentimeter rüber gehen, gar kein Problem. Und dann sieht es nicht so scheiße. Nee. Also, das ist krank. Der, wo sowas macht, das ist einfach nur abartig. Ich würde auch gerne rennen können, kann ich aber nicht. Cool. Lustigerweise ist da unser Schlafzimmer und da ist, geht es wahrscheinlich zum Dachboden. Ja, die Story, die Lilly erzählt hat, klingt genauso wie meine. Ist auch richtig, ne? Ist es auch ganz... Holy fuck. Das hört sich nicht an wie der Attic. Das hört sich an wie der Schrank. Ja. Weißt du, du hast gerade über die Story erzählt. Ich würde an deiner Stelle mal ganz schnell die Biege machen. Oder spring aus dem Fenster. Aber jetzt nicht unbedingt da hochgehen. Ist nicht die beste Idee, wenn du denkst, dass da ein Mann ist. So. Ja, ich habe mich auch nicht daran erinnert, dass die Tür offen gelassen. Und das Licht angelassen vor allem. Und dass da ein Schrank ist, der direkt Conjuring-like Licht an ist. Und das Licht geht gleich mit Sicherheit aus. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott, ich hab was gehört. Was soll ich jetzt machen? Okay. That's stupid. There's nothing up here. Ja, genau. Go back to bed. Ich würde hier ganz gerne, ne? Aber ich hab so ein ganz... Oh, fucking hell, Alter. Ich will mich jetzt nicht umdrehen. Das ist so krass.
Ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Ich will einfach nur wieder gehen. Ja, lass einfach die Tür offen. Oh, jetzt fühle ich mich ja wieder sicher. Ich fühle mich wieder richtig sicher. Hier ist gar nichts. Ich will einfach nur ins Bett. Good night. Go to bed. Hier ist nichts. Ja, mach mal höchst seltsame Geräusche in der Nacht. Ja, das kennen wir alle, ne? Dass uns manchmal einfach nur seltsame Geräusche wach halten und wir wissen nicht genau, was es ist. Ist ganz normal. Ne, wirklich, hat man manchmal. Is the man in the attic real? Ich hab keinen Dachboden, du. Ich hab keine Ahnung, ob der real ist. Episch. Ein epischer Effekt. Ja. Warten wir auf jemanden? Oder war's das jetzt? Du siehst nicht aus wie ein Mann. Du siehst aus wie ein Tier. Ich meine, das ist auch nicht so krass beruhigend, aber... Ja. Angst ist subjektiv. Das ist richtig. Das ist richtig. Es gibt den Mann im Dachboden, dank fürs Spielen. Oh, das ist seine persönliche Angst gewesen. Es gibt ja, wie es da gerade stand, jeder hat eine andere Angst. Der Mann im Keller, der Mann unterm Bett, oder Monster unterm Bett, im Dachboden, im Schrank. Man weiß es ja nie, ne? Und das war seins. Ja. Das war's. Gut, cool. Das war relativ kurz, atmosphärisch. Es waren keine Scares dabei. Ich hab's sehr gedacht, aber ich glaube, es war ganz gut, dass keine da waren. Es war okay. Es ist leider ein bisschen doch zu wenig passiert. Ich fand, man hätte noch ein bisschen mehr mit der Geräusch oder mit der Atmosphäre machen können. Ich fand's aber nicht schlecht. Ich fand's als Aufbau ist es gut, aber ich finde, ein bisschen hätte man noch machen können. Man hätte noch ein bisschen damit spielen können. Ihn so ein bisschen für verrückt erklären. So, dass er immer wieder neue Sachen hört und dann sich so denkt, hey, warum passiert es plötzlich wieder? Das ist doch schon Jahre her, dass es das letzte Mal war. Und dann erinnert sich sie daran, dass Lilly aber dasselbe hatte, also diese 7 Jahre alte Tochter auf seinem Bruder. Und daraus hätte man vielleicht noch was machen können. Fände ich zumindest. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, ein Kommentar. Bis hin, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.